Gulaschli. Harte Gabel. Ich will auch gefilmt werden. Die beiden sind Zwillinge. Sehr schön, sehr hübsch angezogen. Miss World, ich bin die neue Miss World. Hier ist meine Tochter. Jetzt reden wir mal über den Preis. Na komm schon, Onkelchen, sag was. Was ich kosten soll? Keine Ahnung. So 20 Euro? Eine Braut kostet so viel wie eine Tonne Alteisen. Also die hässlichen kosten 5 Euro. 50 Euro? Naja, 20 Euro. Hallo. 2.500 pro Braut, aber dafür müssen wir erst Alteisen sammeln und verkaufen. Nein, ich will kein Geld für mich. Ich bin doch keine Kuh. Ohne Geld geben wir Kalaichi unsere Kinder nicht her, niemals. Was die kosten? Na, Minimum 100 Euro. Mittendrin, Rosi sucht einen Jungen namens Ivan. Ihr Bruder flirtet. Was macht ihr denn hier? Na, sagen wir mal, du bist jetzt meine Verlobte. Wie sie heißt? Wie heißt du? Sie heißt Danka. Wir haben uns kennengelernt. Sie gefällt mir gut. Hör auf, mich zu filmen. Film ihn lieber. Er ist so süß. Hey, komm zurück, du Schönheit. Rosi hat ihn gefunden. Sie drängeln sich durch die vielleicht 1000 Menschen zählende Versammlung und wissen genau, man beobachtet sie. Die Familien sind groß. Niki hat keine Zeit mehr, mit Mädchen anzubandeln, denn seine Schwester darf abseits des Marktes mit ihrem Freund reden. Das heißt schon viel. Damit bekennen beide öffentlich ihr Interesse. Und Interesse heißt schon fast so viel wie Verlobung. Ivan ist 16, geht nicht mehr zur Schule, ist arbeitslos, handelt hier und da mit Schrott und Eisen und hilft ansonsten seinem Vater. Wenn sie jetzt mit jemandem durchbrennt, bringt das Schande über die ganze Familie. Wenn sie mich nicht respektiert, muss ich mich als Bruder schämen. Das Wichtigste ist, dass sie bis zur Hochzeit Jungfrau bleibt. Wir können sie nicht allein in die Stadt lassen, in ein Café oder in das Nachtleben. Das ist zu riskant. Sie muss sich auch benehmen. Sie darf zum Beispiel keine Zigaretten rauchen. Absolut keine Zigarette. Markttag ist auch Gerichtstag. Es kommt zu einem Handgemenge. Offenbar ging es um ein Mädchen, das kurz nach der Hochzeit starb. Seine Eltern beschuldigen die Familie des Mannes und drohen mit Vergeltung. Die Familie des Bräutigams macht sich aus dem Staub. Nur die Großmutter, rechts im Bild, bleibt und muss sich den Zorn der Mutter der Toten anhören. Du wirst gefilmt. Los, rede bulgarisch. Na gut, hört zu. Sie haben meine Tochter umgebracht. Meine Familie wollte sie zur Rede stellen. Und jetzt sind alle Männer von denen davongelaufen. Aber wir werden sie kriegen. Wir werden die ganze Sippe davonfegen. Ihr Sohn will die ganze Angelegenheit sofort regeln. Er zieht das Messer und droht damit, die Männer der gegnerischen Sippe neben seine tote Schwester zu legen, sie umzubringen. Es ist ihm ernst, kein Zweifel. Wenn nicht heute, dann nächstes Jahr. Familientreffen. Ivan wechselt ein paar Worte mit Goscho, denn der ist der Freund seiner Nichte Velichka. Sie ist also die Cousine Rosicas. Vor 5 Jahren haben wir sie hier getroffen. Seitdem hat sie viel Pech gehabt. An den falschen Mann geraten, geschieden. Und dennoch, der Stamm hat sie nicht verstoßen. Sie gehört mit 23 Jahren zu den älteren Frauen und hat das Recht, den Unverheirateten Vorträge über Ehe, Familie und Kinder zu halten. Ich bin nicht eifersüchtig auf die Mädchen hier. Jeder hat seine Zeit. Ich hatte meine und jetzt habe ich eben Kinder. Ich bin nicht traurig, dass meine Mädchenzeit vergangen ist. Es gibt nichts Schöneres als Kinder. Ja, wahrscheinlich hat sie recht. Ich fand es so schön, diese jungen Leute zu sehen.
Die Mädchen und Jungs. Und vor allem den Jungen, den ich mochte. Rosi trennt sich von Ivan, der jetzt offiziell ihr Freund ist. Kein Küsschen, keine Umarmung. Vater Ivan und ihr Bruder Niki sind nicht weit. Sommer 2001. In den letzten 5 Jahren hat sich in Bulgarien viel geändert, auch im Tierschutz. Tanzbären sind mittlerweile verboten. Gosho soll heute abgeholt werden. Es ist sein letzter Tag als Tanzbär. Die Angst der Bärenmänner vor der Zukunft und Preisverhandlung für ein unverheiratetes Zigeunermädchen. Gleich bei Süddeutsche TV. Bulgarien als eines der ärmsten Länder Europas hat nicht viel Geld für aktiven Tierschutz. Die Regierung erklärte sich erst nach massivem Druck bereit, ein Gesetz zu erlassen, das das Führen von Bären verbietet und auch die Jagd auf kleine Bären, die zum Tanzen dressiert werden sollten. Es dauerte mehr als 5 Jahre, bis die österreichische Organisation Vier Pfoten genug Geld beisammen hatte, ein Freigehege für die bulgarischen Tanzbären bauen zu lassen. Die meisten Bulgaren haben für den ganzen Aufstand wenig Verständnis. Und erst recht begreifen sie nicht, dass man den Zigeunern auch noch viel Geld für ihre Tiere gibt. Die österreichische Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat die Bären freigekauft. Mehr noch, dank ihrer Arbeit sind Tanzbären generell verboten. Die letzten Tiere in Gefangenschaft werden nur noch toleriert, bis sie abgeholt werden können. Angels Frau Maria unterschreibt die Papiere für die Übergabe. Ich kann das nicht, sagt sie immer wieder. Sie hat Angst. Angel zeigt ein letztes Mal, wie ein kleiner Mann einen so großen Bären beherrscht. Angel stammt nicht aus einer echten Bärenführerfamilie. Er hatte nie Mitleid mit Gosho und unterschreibt kommentarlos. Bobby und Gosho werden auf klapprige Anhänger verladen. 6 Stunden dauert die Fahrt über schlechte Bergstraßen in den Tanzbärenpark Belica im Norden. Spenden aus dem Ausland haben den Bärenpark ermöglicht. Der Staat Bulgarien hat kein Geld für diese Art Luxus. Die Tierärzte haben die Betäubung vorbereitet. Niemand weiß, wie die Tiere auf die plötzliche Freiheit im Park reagieren. Außerdem müssen sie noch genau untersucht werden. Amir Khalil ist Tierarzt und Projektleiter von Vier Pfoten. Er narkotisiert die Bären. Gosho braucht eine hohe Dosis. Unterdessen erklärt Amir Khalil den Bärenführern alles Weitere. Vor allem der Nasenring muss entfernt werden. Dobri redet nicht viel.
Er verabschiedet sich still und leise von Bobby. Er verrät seine Gedanken niemandem. Maria denkt, dass Gosho tot ist. Man muss sie lange beruhigen. Dobri will bei Bobby selbst Hand anlegen. Ali, was machst du? Die sind von Bobby, das ist für Stefan Weber. 5.000 Euro bekommen die Bärenführer von der Tierschutzorganisation als Starthilfe in ein neues Leben. Ein Vermögen. Aus Sicht eines Bulgaren absurd viel Geld für einen Bären, für einen Zigeuner. Ich habe vor, 3-4 Kühe zu kaufen. Dann werden wir sie melken, damit wir ein bisschen Geld verdienen. Dann werden wir die Milch zur Molkerei bringen. Wir werden das verdiente Geld nicht versaufen oder was anderes machen. Wir werden eine Melkmaschine kaufen. Zum ersten Mal in ihrem Leben eröffnen Angel und Maria ein Konto bei einer Bank. Maria macht sich wieder Sorgen. Wenn Angel an das Geld herankommt, wird er es für Schnaps ausgeben. Bobby soll ins Freigehege. Alle befürchten, dass es zu Kämpfen mit den anderen Bären kommt. Doch Bobby interessiert sich nicht für sein neues Zuhause. Auch den fehlenden Nasenring bemerkt er nicht. Er interessiert sich nicht für Angel, der noch einmal ins Gehege hineinruft. Bobby interessiert sich für ein Bärenmädchen. Am Tag nach dem Markt der Mädchen. Rosi weiß noch nicht, wie die Familie ihres Freundes über die Sache denkt. Es könnte sein, dass der Vater dagegen ist oder die Mutter oder auch nur ein entfernt verwandter Onkel. Rosis Mutter könnte das verkraften, denn sie lässt die Tochter nur ungern gehen. Ich werde hilflos sein ohne sie. Ich sag immer, Rosi, mach dies, mach das, hilf mir hier, hilf mir da. Wir kochen, wir waschen. Sie hilft mir wirklich den ganzen Tag. Wenig später trifft die Sippe vom anderen Ende des Dorfes ein. Die Hochzeit der Kinder ist immer auch die Angelegenheit aller. Und es ist eine Abwechslung im Alltag. Nicht einer von ihnen hat einen Job. Hier gab es früher einen großen Geflügelmastbetrieb, bis ihn ein Spekulant kaufte und ruinierte. 3.000 Arbeitsplätze kostete das. Und zuerst traf es die Zigeuner. Wenigstens hat es beide Familien getroffen. Auch Ivan ist arm. Wie es der Brauch will, setzt man sich bei einem Raki zusammen und verhandelt. Es geht um die Wirtschaft allgemein, es geht um die Leute im Dorf, es geht um das Vieh auf der Weide. Bis ein Bruder des Brautvaters eingreift und die Sache beschleunigt. Na los, es geht um das Glück unserer Kinder. Du willst nur so wenig für die Tochter meines Bruders zahlen? Dabei ist sie so hübsch. Sag mir, wie viel Geld? Schau doch diese Schönheit. 250 Euro. Zu wenig. Ich hab nicht mehr. Hör schon auf, 3.000 und das Geschäft steht. Na also. Das Geschäft ist abgeschlossen, der Preis 3.000 Euro. Alle wissen, so viel kann der alte Stojan niemals aufbringen.
Ach, früher hätten wir sogar bei jedem Besuch ein Schaf geschlachtet. Die Zeiten ändern sich. Wir können nur die Hochzeit zahlen. Wir reden jetzt von 2, 3, 5 Millionen Lever. Aber das ist nur so. Dennoch, obwohl der Preis nicht ernst gemeint ist, das Versprechen schon. Rosi und Ivan sind ab sofort verlobt. Ob ich das alles ernst nehme? Natürlich, auf jeden Fall. Ja, natürlich, du willst doch diesen Mann. Du triffst ihn doch schon seit 2 Jahren. Die Zeiten ändern sich. Obwohl Rosi so hübsch ist und im richtigen Alter, wird ihr Vater nicht den traditionellen Preis erhalten. Die Brautpreise sind nicht mehr so bindend wie vor 10 Jahren. Damals wäre Blut geflossen, wenn die Abmachung nicht bis ins Detail erfüllt worden wäre. Als wir fragten, leben alle Zigeuner so wie Rosis Familie, sagte man, besuch doch mal Georgi Kostev. Und das ist Georgi, eine Legende. Er wäre längst König, fände er Krone und Zepter nicht so lächerlich. Georgi und sein Clan sind reich. Geschäfte mit der Staatsbahn, ein Monopol auf Reparaturen an der Heizung. Es klingt so absurd, dass es wahrscheinlich stimmt. Aber das ist Vergangenheit. Wenn Georgi heute Geschäfte macht, nimmt er den neuen Audi, um bei der Bank vorzufahren. Er ist stolz auf seinen Wagen. Er liebt Luxus. Und das bedeutet große Häuser, deutsche Autos, goldene Zähne. BMW, das Innere seines Hauses ist Marmor aus Italien, Lüster aus der Türkei, Sessel aus dem Kitschkatalog und ein Riesending von Breitbandfernseher, der den ganzen Tag dühlt. Bei ihm lebt eine Schwiegertochter mit 2 Söhnen. Personal sehen wir nicht. Georgi vertraut nur seinesgleichen. Er war ein Zigeuner wie alle anderen. Und heute ist es sein größter Wunsch, dass wenigstens die kleine Enkelin Lilia anders aufwächst. Ich sage euch ganz ehrlich, speziell für sie gebe ich meine Seele. Wenn ich noch lebe, wenn sie heiratet, werde ich dafür sorgen, dass sie eine Zukunft hat, damit sie nicht von ihrer Vergangenheit als Zigeuner beeinträchtigt wird. Ich werde alles dafür tun, damit sie lernt, studiert und einen Abschluss hat und nicht rausgehen und klauen und betteln muss. Wie willst du sie verheiraten? Ich werde sie verheiraten dort, wo sie will. Sie kann sich die Familie aussuchen. Wir Zigeuner kennen uns und unsere Kinder von klein auf. Und wir wissen, wer von uns was aus seinen Kindern gemacht hat. Und wenn die Zeit kommt, frage ich sie.
So wie von den Mädchen erwartet wird, dass sie gut heiraten, soll auch der Junge es zu etwas bringen. Als einer der wenigen seines Stammes lernt er Englisch, geht überhaupt zur Schule. Auf die Nachfrage, warum er denn Englisch lernt, erzählt er von seinem Lehrer. Der hat erklärt, ohne Englisch kann man keine Geschäfte im Ausland machen. Das reicht als Grund allemal aus. Georgis Geschäfte sind vielfältig. Dieses ist ein Partyhotel mit Swimmingpool. Ein befreundetes Reisebüro organisiert Bustouren hierher. Es gibt billige Getränke und Animationen, bei Bedarf auch ein Bett zum Ausruhen. Im Grunde wie auf Mallorca, nur ist die Anreise billiger. Im Winter und im Frühjahr arbeitet ein einziger Mann hier. Sein Job beschränkt sich darauf, nach dem Rechten zu sehen und den Pool sauber zu halten. An der Donau, an der Grenze zu Rumänien. Georgis Haus kennt jeder in der Stadt von außen. Er hat es vor fast 10 Jahren bauen lassen, inspiriert von seinem Lieblingsfilm. Es ist ein bisschen japanisch oder chinesisch. So wie in dem indischen Film. Wie hieß der noch? Der Elefant, mein Freund. Im Film sah es genauso aus wie hier. In einem Zigeunerhaus ist eigentlich immer Betrieb. Verwandte kommen und gehen, Freunde sehen vorbei. Dieses Haus wirkt leer und unbenutzt. Georgi widerspricht. Normalerweise sind immer Gäste da. Alle kommen her. Bulgaren, Politiker, Türken, Zigeuner. Mein Haus ist immer offen. Ein Haus wie aus dem Märchen, Marmor und Gold. Georgis Frau kommt sich eingesperrt vor. Manchmal sagt sie, wünscht sie sich die Zeit im Zelt zurück. Es ist Spätsommer geworden. Ivan will noch einmal mit seinem Eselskarren über die Dörfer fahren und sehen, ob er nicht Arbeit findet. Rosica wird ihm helfen. Solange sie nicht verheiratet ist, hat er Anspruch auf sie. Rosicas Schulbildung reicht gerade, um ein bisschen zu schreiben und zu lesen. Lange Zeit vermieden die Zigeuner bulgarische Schulen. Sie fürchteten um die kulturelle Identität der Kinder. Keines der Mädchen im Dorf hat Berufswünsche. Die sind ebenso utopisch wie der Traum von einer Karriere als Popstar. Ja, viele Möglichkeiten habe ich nicht. Ich wäre gerne Sängerin. Aber es wird ein Traum bleiben. Ich würde auch als Kesselflickerin arbeiten.
dabei helfen. Kesselflicker! Brauchen Sie die Kalaichi? Nein? Wie überall im ehemaligen Ostblock geht es den Rentnern besonders schlecht. Sie sind oft die einzigen, denen eine alte Pfanne noch so viel wert ist, dass sie sie neu beschichten lassen. Warum Rosis Zukunft unter einem schlechten Stern steht und Mariannas letzter Tanz. Gleich bei Süddeutsche TV. Kesselflicken ist ein uraltes Handwerk, das unserer Großelterngeneration noch vertraut war. Heute lohnt es sich nicht, seine Töpfe und Pfannen reparieren und neu beschichten zu lassen. Die Arbeitskraft des Fachmannes kostet einfach mehr als ein Neukauf. Es ist eine Zeitreise, den Arbeitstag eines Kesselflickers mitzuerleben. Sein Feuer, den Blasebalg, das kunstvolle Beschichten von Töpfen und Pfannen. Die Kesselflicker Bulgariens sind ein eigener Stamm, die Kalaichi. Wie fast alle Zigeuner achten sie darauf, den Weißen nicht zu nahe zu kommen. Aber auch andersrum wollten und wollen die meisten Bulgaren mit ihnen nichts zu tun haben. Im günstigen Fall heißt das für Ivan, er kann in Ruhe arbeiten. Im weniger günstigen Fall vertreibt man ihn, sobald er von seinem Karren abgestiegen ist. Irgendwo im Dorf schlagen Ivan und Rose ihr Lager auf. Feuerstelle, Blasebalg, Werkzeug, Zinn. So wie es die Kalaichi seit Jahrhunderten tun. Sie sind und waren Außenseiter. 80% der Bulgaren halten sie für faul und unzuverlässig. Fast die Hälfte der Bevölkerung möchte sie nicht als Nachbarn haben. Ich habe nie Probleme mit den Leuten hier. Es ist ja unser Nachbardorf. Ich lüge nicht, ich betrüge nicht, ich arbeite für mein Brot. Aber wenn hier fremde Kesselflicker kommen. Spenden aus dem Ausland haben den Bärenpark ermöglicht. Der Staat Bulgarien hat kein Geld für diese Art Luxus. Die Tierärzte haben die Betäubung vorbereitet. Niemand weiß, wie die Tiere auf die plötzliche Freiheit im Park reagieren. Außerdem müssen sie noch genau untersucht werden. Amir Khalil ist Tierarzt und Projektleiter von Vier Pfoten. Er narkotisiert die Bären. Goscho braucht eine hohe Dosis. Unterdessen erklärt Amir Khalil den Bärenführern alles Weitere. Vor allem der Nasenring muss entfernt werden. Dobri redet nicht viel. Er verabschiedet sich still und leise von Bobby. Er verrät seine Gedanken niemandem. Maria denkt, dass Goscho tot ist. Man muss sie lange beruhigen. Dobri will bei Bobby selbst Hand anlegen. Alle uns passen. Die sind von Bobby, das ist für Stefan Weber. 5.000 Euro bekommen die Bärenführer von der Tierschutzorganisation als Starthilfe in ein neues Leben. Ein Vermögen. Aus Sicht eines Bulgaren absurd viel Geld für einen Bären, für einen Zigeuner. Ich habe vor, 3-4 Kühe zu kaufen. Dann werden wir sie melken, damit wir ein bisschen Geld verdienen. Dann werden wir die Milch zur Molkerei bringen. Wir werden das verdiente Geld nicht versaufen oder was anderes machen. Wir werden eine Melkmaschine kaufen. Ich habe 30 Jahre
Zum ersten Mal in ihrem Leben eröffnen Angel und Maria ein Konto bei einer Bank. Maria macht sich wieder Sorgen. Wenn Angel an das Geld herankommt, wird er es für Schnaps ausgeben. Werde ich dafür sorgen, dass sie eine Zukunft hat, damit sie nicht von ihrer Vergangenheit als Zigeuner beeinträchtigt wird. Ich werde alles dafür tun, damit sie lernt, studiert und einen Abschluss hat und nicht rausgehen und klauen und betteln muss. Wie willst du sie verheiraten? Ich werde sie verheiraten dort, wo sie will. Sie kann sich die Familie aussuchen. Wir Zigeuner kennen uns und unsere Kinder von klein auf. Und wir wissen, wer von uns was aus seinen Kindern gemacht hat. Und wenn die Zeit kommt, frage ich sie. So wie von den Mädchen erwartet wird, dass sie gut heiraten, soll auch der Junge es zu etwas bringen. Als einer der wenigen seines Stammes lernt er Englisch, geht überhaupt zur Schule. Auf die Nachfrage, warum er denn Englisch lernt, erzählt er von seinem Lehrer. Der hat erklärt, ohne Englisch kann man keine Geschäfte im Ausland machen. Das reicht als Grund allemal aus. Georgis Geschäfte sind vielfältig. Dieses ist ein Partyhotel mit Swimmingpool. Ein befreundetes Reisebüro organisiert Bustouren hierher. Es gibt billige Getränke und Animationen, bei Bedarf auch ein Bett zum Ausruhen. Im Grunde wie auf Mallorca, nur ist die Anreise billiger. Im Winter und im Frühjahr arbeitet ein einziger Mann hier. Sein Job beschränkt sich darauf, nach dem Rechten zu sehen und den Pool sauber zu halten. Sie umzubringen. Es ist ihm ernst, kein Zweifel. Wenn nicht heute, dann nächstes Jahr. Familientreffen. Ivan wechselt ein paar Worte mit Gosho, denn der ist der Freund seiner Nichte Velichka. Sie ist also die Cousine Rosicas. Vor 5 Jahren haben wir sie hier getroffen. Seitdem hat sie viel Pech gehabt, an den falschen Mann geraten, geschieden. Und dennoch, der Stamm hat sie nicht verstoßen. Sie gehört mit 23 Jahren zu den älteren Frauen und hat das Recht, den Unverheirateten Vorträge über Ehe, Familie und Kinder zu halten. Ich bin nicht eifersüchtig auf die Mädchen hier. Jeder hat seine Zeit. Ich hatte meine und jetzt habe ich eben Kinder. Ich bin nicht traurig, dass meine Mädchenzeit vergangen ist. Es gibt nichts Schöneres als Kinder. Ja, wahrscheinlich hat sie recht. Ich fand es so schön, diese jungen Leute zu sehen. Die Mädchen und Jungs. Und vor allem den Jungen, den ich mochte. Rosi trennt sich von Ivan, der jetzt offiziell ihr Freund ist. Kein Küsschen, keine Umarmung. Vater Ivan und ihr Bruder Niki sind nicht weit. Sommer 2001. In den letzten 5 Jahren hat sich in Bulgarien viel geändert, auch im Tierschutz.
Tanzbären sind mittlerweile verboten. Gosho soll heute abgeholt werden. Es ist sein letzter Tag als Tanzbär. Die Angst der Bärenmänner vor der Zukunft und Preisverhandlung für ein unverheiratetes Zigeunermädchen. Gleich bei Süddeutsche TV. Bulgarien als eines der ärmsten Länder Europas hat nicht viel Geld für aktiven Tierschutz. Die Regierung erklärte sich erst nach massivem Druck bereit, ein Gesetz zu erlassen, das das Führen von Bären verbietet und auch die Jagd auf kleine Bären, die zum Tanzen dressiert werden sollten. Es dauerte mehr als 5 Jahre, bis die österreichische Organisation Vier Pfoten genug Geld beisammen hatte, ein Freigehege für die bulgarischen Tanzbären bauen zu lassen. Die meisten Bulgaren haben für den ganzen Aufstand wenig Verständnis. Und erst recht begreifen sie nicht, dass man den Zigeunern auch noch viel Geld für ihre Tiere gibt. Ja. Die österreichische Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat die Bären. Dann werden wir sie melken, damit wir ein bisschen Geld verdienen. Dann werden wir die Milch zur Molkerei bringen. Wir werden das verdiente Geld nicht versaufen oder was anderes machen. Wir werden eine Melkmaschine kaufen. Zum ersten Mal in ihrem Leben eröffnen Angel und Maria ein Konto bei einer Bank. Maria macht sich wieder Sorgen. Wenn Angel an das Geld herankommt, wird er es für Schnaps ausgeben. Bobby soll ins Freigehege. Alle befürchten, dass es zu Kämpfen mit den anderen Bären kommt. Doch Bobby interessiert sich nicht für sein neues Zuhause. Auch den fehlenden Nasenring bemerkt er nicht. Er interessiert sich nicht für Angel, der noch einmal ins Gehege hineinruft. Bobby interessiert sich für ein Bärenmädchen. Am Tag nach dem Markt der Mädchen. Rosi weiß noch nicht, wie die Familie ihres Freundes über die Sache denkt. Es könnte sein, dass der Vater dagegen ist oder die Mutter oder auch nur ein entfernt verwandter Onkel. Rosis Mutter könnte das verkraften, denn sie lässt die Tochter nur ungern gehen. Ich werde hilflos sein ohne sie. Ich sag immer, Rosi macht dies, macht das, hilf mir hier, hilf mir da. Wir kochen, wir waschen. Sie hilft mir wirklich den ganzen Tag. Wenig später trifft die Sippe vom anderen Ende des Dorfes ein. Die Hochzeit der Kinder ist immer auch die Angelegenheit aller. Und es ist eine Abwechslung im Alltag. Nicht einer von ihnen hat einen Job. Hier gab es früher einen großen Geflügelmastbetrieb, bis ihn ein Spekulant kaufte und ruinierte. 3000 Arbeitsplätze kostete das. Und zuerst traf es die Zigeuner. Wenigstens hat es beide Familien getroffen. Auch Ivan ist arm. Wie es der Brauch will, setzt man sich bei einem Raki zusammen und verhandelt. Es geht um die Wirtschaft allgemein, es geht um die Leute im Dorf, es geht um das Vieh auf der Weide. Bis ein Bruder des Brautvaters eingreift und die Sache beschleunigt. Ein Haus wie aus dem Märchen, Marmor und Gold. Georgis Frau kommt sich eingesperrt vor. Manchmal, sagt sie, wünscht sie sich die Zeit im Zelt zurück. Es ist Spätsommer geworden. Ivan will noch einmal mit seinem Eselskarren über die Dörfer fahren und sehen, ob er nicht Arbeit findet.
Rosica wird ihm helfen. Solange sie nicht verheiratet ist, hat er Anspruch auf sie. Rosicas Schulbildung reicht gerade, um ein bisschen zu schreiben und zu lesen. Lange Zeit vermieden die Zigeuner bulgarische Schulen. Sie fürchteten um die kulturelle Identität der Kinder. Keines der Mädchen im Dorf hat Berufswünsche. Die sind ebenso utopisch wie der Traum von einer Karriere als Popstar. Ja, viele Möglichkeiten habe ich nicht. Ich wäre gerne Sängerin. Aber es wird ein Traum bleiben. Ich würde auch als Kesselflickerin arbeiten, dabei helfen. Kesselflicker! Brauchen Sie die Kalaichi? Nein? Wie überall im ehemaligen Ostblock geht es den Rentnern besonders schlecht. Sie sind oft die einzigen, denen eine alte Pfanne noch so viel wert ist, dass sie sie neu beschichten lassen. Warum Rosis Zukunft unter einem schlechten Stern steht und Mariannas letzter Tanz. Gleich bei Süddeutsche TV. Kesselflicken ist ein uraltes Handwerk, das unserer Großelterngeneration noch vertraut war. Heute lohnt es sich nicht, seine Töpfe und Pfannen reparieren und neu beschichten zu lassen. Die Arbeitskraft des Fachmannes kostet einfach mehr als ein Neukauf. Es ist eine Zeitreise, den Arbeitstag eines Kesselflickers mitzuerleben. Sein Feuer, den Blasebalg, das kunstvolle Beschichten von Töpfen und Pfannen. Die Kesselflicker Bulgariens sind ein eigener Stamm, die Kalaichi. Wie fast alle Zigeuner achten sie darauf, den Weißen nicht zu nahe zu kommen. Aber auch andersrum wollten und wollen die meisten Bulgaren mit ihnen nichts zu tun haben. Im günstigen Fall heißt das für Ivan, er kann in Ruhe arbeiten. Im weniger günstigen Fall vertreibt man ihn. Teil erfüllt worden. Als wir fragten, leben alle Zigeuner so wie Rosis Familie, sagte man, besuch doch mal Georgi Kostev. Und das ist Georgi, eine Legende. Er wäre längst König, fände er Krone und Zepter nicht so lächerlich. Georgi und sein Clan sind reich. Geschäfte mit der Staatsbahn, ein Monopol auf Reparaturen an der Heizung. Es klingt so absurd, dass es wahrscheinlich stimmt. Aber das ist Vergangenheit. Wenn Georgi heute Geschäfte macht, nimmt er den neuen Audi, um bei der Bank vorzufahren. Er ist stolz auf seinen Wagen. Er liebt Luxus. Und das bedeutet große Häuser, deutsche Autos, goldene Zähne. Das Innere seines Hauses ist Marmor aus Italien, Lüster aus der Türkei, Sessel aus dem Kitschkatalog und ein Riesending von Breitbandfernseher, der den ganzen Tag düdelt. Bei ihm lebt eine Schwiegertochter mit zwei Söhnen. Personal sehen wir nicht, Georgi vertraut nur seinesgleichen. Er war ein Zigeuner wie alle anderen und heute ist es sein größter Wunsch, dass wenigstens die kleine Enkelin Lilia anders aufwächst. Ich will euch sagen, dass
Ich sage euch ganz ehrlich, speziell für sie gebe ich meine Seele. Wenn ich noch lebe, wenn sie heiratet, werde ich dafür sorgen, dass sie eine Zukunft hat, damit sie nicht von ihrer Vergangenheit als Zigeuner beeinträchtigt wird. Ich werde alles dafür tun, damit sie...